So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Rabens ist der Dicke. Es ist soweit, das Halloween-Event hat begonnen. Es sieht wieder mal richtig brutal herbstlich aus. Guckt euch nur dieses Malteser-Auto an, was direkt hier steht. Überall braune Blätter. Wenn wir hier weiter rüber gehen, wechseln die braunen Blätter zu gelben Blättern. Ach, ist das herrlich. Guckt ihr das an. Überall Blattwerk. Aber die Blätter sind nass. Und wir wollen jetzt ein mega Barnett-Raid machen. Auf dem Friedhof leider. Das ist der erste, nämlich der aufgeht. Muss ich mal gucken, wie wir das machen. Aber bevor wir zum mega Barnett-Raid kommen, möchte ich euch mal kurz hier abstellen und was zeigen. Und zwar, habt ihr schon ins Spiel geguckt? Habt ihr gesehen, wie es jetzt in-game aussieht? Es wurde ja angekündigt, dass wohl das Spielfeld dekoriert wird. Wir sehen überall Laub im Spiel rumfliegen. Die Pokestops sind orange. Da sitzen Kürbisse drumrum. Bei den Arenen, bei den Pokestops, überall sind Kürbisse. Laub fliegt umher, Laub ist auf dem Boden. Man erkennt kaum noch die Pokémon. Es ist alles irgendwie herbstlich eingerichtet. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Dann, wenn ihr in euren Spezialtab geht, seht ihr, wir haben natürlich eine Spezialforschung seit 10 Uhr mit 4 Seiten, die ihr lösen könnt. Gleichzeitig gab es im Shop eine Forschung für 99 Cent und eine Forschung für 5,99 Euro. Diese erste Forschung hat mir jemand gekauft, ich weiß aber nicht wer. Grüße gehen raus, danke dafür. Vielleicht schickst du mir ein Bild für Raider Mittwoch, nehme ich das mit rein. Ich habe eine davon an Tobi geschenkt, weil er gefragt hat im Fanchat. Und hier dieses fette Ticket, 5,99 Ticket für befristete Halloween-Forschung, habe ich auch einmal bekommen von Marco FedEx. Der hat mir das direkt gezeigt gestern. Ganz fette Grüße an Marco FedEx dafür. Die stehen aber im Heute-Tab. Das heißt, für die habt ihr nur jeweils 12 Tage Zeit, beide zu lösen. Bei der Spezialforschung ist es wieder egal, die habt ihr jetzt einmal drin. Es empfiehlt sich natürlich, die im Event zu lösen, weil da eben mehr Geister und Unlicht-Pokémon auftauchen. Theoretisch könnt ihr die aber jederzeit lösen, immer, egal wann, selbst in 10 Jahren könnt ihr da noch hin. Ein was möchte ich noch machen, weil wir einen Mega-Raid haben, und zwar möchte ich mal Mega 2 eingeben, möchte mir mein 100% Stollos nehmen. Das habe ich nämlich, seitdem es in die Raids kam, jeden Tag einmal entwickelt, und wenn ihr hier drauf drückt, seht ihr ja, wie lange ihr noch braucht. Ich brauche noch genau eine Entwicklung, um auch das auf Level 3 zu machen. Das möchte ich jetzt machen, dass ich mit dem auch fertig bin. Ja, bin immer noch ein bisschen erkältet. Mega Stollos ist also das letzte Pokémon, Mega Pokémon, was mir auf Stufe 3 fehlt. Alle anderen sind auf Stufe 3. Ich habe von jedem bisher ein 100%iges auf Level 50 Stufe 3 gezogen. Mit Best Buddy Badge. Gut, bei Kangama fehlt noch, wenn ich mal Stufe 3 eingebe, seht ihr hier, die Starter sind am Start, das sind hier Vögel, da ist so grünes Zeug, da ist gelbes Zeug, grün habe ich geballt, ich meine noch das andere. Wir haben also Bisaflor, wir haben Glurak, Turdog, wir habt, ihr seht es ja selber, ihr habt alles. Bei Kangama fehlen leider noch XL-Bonbons, sonst hätte ich den auch schon gemacht. Das sind alle bisherigen Mega-Entwicklungen, auch mit den legendären Mega-Entwicklungen, und alle sind auf Stufe 3, das heißt, die kann ich alle kostenlos entwickeln, jetzt auch Mega Stollos. Der Raid geht in 5 Minuten auf, ich muss euch gleich noch zeigen, das kann ich jetzt aber auch noch machen, fällt mir auf. Wir gehen einfach auf YouTube, den habe ich nämlich wieder gepostet für 11.10 Uhr. Leider habe ich noch keine gute Konter-Grafik gefunden. Normalerweise war das immer so um 10 Uhr pünktlich, ist eine Grafik raus mit dem Pokémon drauf, mit den WP-Werten, mit allem anderen. Der Markus hat mir eine geschickt, die ist aber so lang gezogen, die würde nicht in den Community-Tab reinpassen. Also habe ich es jetzt ohne gemacht. 11.10 Uhr, Mega Barnett, Community Raid, und wir haben dabei, wen laden wir ein? Muss ich auf Neueste zuerst und von unten anfangen. Shenaya, Blood and Tears, Henry Nikki, Net Ghost, Hikaru, Hopfenschnitzel, Schnitzelmann, Matzo Fix, Blexi Affe und Trainer Sir Abs. Rest ist leider zu spät. Wir gehen jetzt zur Arena, schleichen uns heimlich rein. Gucken wir mal, ob wir den Mega Barnett Raid machen können und danach direkt entwickeln. Da habe ich nämlich auch schon was vorbereitet. Das seht ihr aber gleich, wenn wir an der Arena stehen. So, damit ihr das auch mal kurz gesehen habt, das ist die Arena eigentlich. Hier in der Mitte vom Friedhof ist so ein Erdhügel. Und da ist hier dieses große Denkmal. Denkmal von Charlotte. Ne?
Die gute Charlotte, das können wir aber auch gleich im Spiel nochmal zeigen. Ich muss mir nur jetzt eine Ecke suchen, wo es ruhig ist und ich nicht so laut bin, ja? So, ich habe meinen Brettler ausgepackt, wie ihr seht. Es ist 11.09 Uhr. Guckt euch mal die Umgebung an. Ich sehe jetzt schon wieder Leute, die sagen, das sieht richtig doof aus oder sie mögen das gar nicht. Ich muss sagen, ich finde es eigentlich gut, dass man eine Abwechslung hat. Das ist ja nicht für immer. Das ist jetzt 2 Wochen, das unterstreicht Halloween, das unterstreicht den Herbst. Danach ist es wieder fort. Sieht wenigstens mal anders aus. Finde ich gar nicht so schlimm. Wenigstens haben sie sich einen Kopf gemacht, dass das nicht allen gefällt. Ist ja normal. Ich habe meinen Brettler jetzt wieder am Start. Wir gehen mal auf den Raid. Müssen wieder eine private Gruppe machen. Pass einwerfen. Gruppe erstellen. Rad, Katz, Gelb. Dann einladen. So, den haben wir hier drüben. Blexi, Affe, Hopfen, Schnitzel, Matzo, Fix, Schnitzel, Mann und Trainer, Sir Abs. Und hier Blood and Tier, Sicaro, Jenna, Net Ghost, Henry, Niki. Wundert euch nicht, bei dem kleinen Account habe ich mir jetzt ein Team gemacht mit Pokémon unter 1500 WP, die alle auch eine andere Art sind. Also einfach nur 6 verschiedene Pokémon, nicht zweimal das gleiche und alle unter 1500. Der braucht das nämlich für ein Level-Up. Der hat jetzt also nicht die besten Konter. Wenn ihr da im Kampf also plötzlich Traunfugil seht, denkt ihr, oh mein Gott, da ist ein Level 5er dabei. Ist nicht so. Hier nehmen wir einfach das, was es vorgeschlagen hat. Ihr seht, hier ist Trigefalo drin mit der Wirbler-Attacke. Hier ist Darknet drin, also ein Dark-Rai. Alles halt mit entweder Unlicht-Attacken oder eben Geist-Attacken. Das sind auch die besten Konter, soweit ich weiß. Es ist ja vom Typ Geist. Nehmt also Geist gegen Geist oder nehmt Unlicht gegen Geist. Despota bis Knirscher würde sicherlich auch gehen. Ist vielleicht jetzt nicht der stärkste, würde aber gehen. Deswegen habe ich damals schon immer gesagt, nehmt eine Despota-Armee und damit könnt ihr alles machen. Gegen die ganzen legendären Vögel mit den Gesteinsattacken richtig gut. Gegen Gengar, Mega Gengar damals, gegen Mewtwo, gegen jetzt Mega Banette. Despota ist immer eine gute Karte, ja. Wenn ihr noch keine Despota-Armee habt, wartet einfach auf Mega-Despota, macht dann dort ein paar Raids und dann kriegt ihr wenigstens auch ein Shiny aus dem Raid, was ja bei dem Dreier-Raid nicht möglich ist. Es sind alle drin, wir sind 12 Mann, das heißt 2 von mir, 10 Eingeladene. Jetzt fällt hier das ganze Laub runter. Der soll angeblich sogar solo machbar sein, das heißt, es müsste für uns jetzt hier richtig fix gehen. Wir klopfen jetzt einfach mal drauf. Und gucken, was passiert. . 15 Sekunden vorbei, der ist schon fast tot. 20 Sekunden, er ist im roten Bereich. Nochmal Spukball hier machen am Rand. 25 Sekunden, 30 Sekunden und das Ding ist weg. Der kann natürlich jetzt auch Shiny sein im Fangbildschirm. Jetzt müssen wir die WP, weiß ich leider nicht. Die WP müssen wir mal vergleichen, wer mehr hat. So, drücken hier mal durch. Der eine Raid hat auf jeden Fall gezählt für das Level Up. Matzofix, Stylish, Hikaru, Reisender, Blood and Tears, Starläufer, Schnitzelmann, Ausdauerspezialist. Es gab 250 Mega Energie und 12 Bälle. Shiny habe ich hier nicht. Shiny habe ich da auch nicht. Wir haben 1288 und 1284. Wir werden den jetzt mal ganz kurz eintüten. Ah. Erzählen auch schon die Aufgaben dazu. Von der Spezialforschung, von der befristeten Forschung, wie auch immer. Der ist eingetütet. Wir werden den mal ganz kurz. Ist relativ gut, hat sogar 3 Sterne. Jetzt möchte ich aber gerne noch mein bestes Banette zu Mega Banette entwickeln. Dafür gehen wir aber wieder raus. Das machen wir draußen in Ruhe. Also kurz noch dranbleiben.
Oha. Und jetzt bin ich noch mit mir selbst Glücksfreund geworden. Da kann ich theoretisch sogar noch einen Glückstrade hier mit einbauen. Nee, kann ich nicht. Ich habe 0 Uhr ja schon getauscht. Also den muss ich mir aufheben. So, wir melden uns zurück vom Malteser-Auto. Und jetzt möchte ich nochmal reigen. Wir haben 250 Energie bekommen. Und ich glaube, man braucht sogar nur 100 Energie, um Barnett zu entwickeln. Das heißt, wir haben hier ein Shiny Barnett, das ist ein männliches, und wir haben ein 100er, das ist ein weibliches. Ich möchte jetzt fürs Video direkt beide entwickeln, sodass ich männlich, weiblich, shiny und 100% sozusagen dann habe. Das 100er weibliche werde ich dann jeden Tag erneut entwickeln. Ihr könnt ja ab der ersten Entwicklung dann damit laufen, um Energie zu generieren. Das männliche Shiny werde ich immer nur dann wieder entwickeln, wenn es kostenlos entwickelbar ist. Das hier ist das Shiny. Guckt es euch nochmal an. Das ist halt hier eher so ein bisschen bläulich gehalten und hat halt richtig pinke oder richtig rosane Klauen. 3489. Das höchste, was es erhalten kann, ist auf Level 50 hier, also über 4000. Das ist der Unterschied. Das eine ist ein Level 40er und das andere ist ein Level 50er. Das hier ist das Level 50er mit den höchsten WP, mit Best Buddy Badge, Mega Barnett auf 4063 mit Bürde und Spukball. Damit habe ich theoretisch alles erreicht. Wir können mal drauf drücken. Hui! Wenn ihr auch noch Energie braucht oder was erreichen wollt oder tagsüber kein Mega Barnett gemacht habt, ab 18 Uhr heute Abend am Donnerstag möchte ich Mega Barnett Raids für Zuschauer machen. 18 Uhr bis 20 Uhr, 21 Uhr, mal gucken, wie halt Zeit ist. Bei Pupsi kommt heute, überraschenderweise. Wenn wir jetzt hier reingehen, seht ihr, es ist alles ausgefüllt. Männlich, weiblich, shiny, alles da. Da seht ihr auch nochmal den Unterschied zwischen normal und shiny, normal, shiny. Es ändert sich also nur die schwarze Hülle, die ein bisschen grauer wird. Das war es ansonsten von meiner Seite aus. Habt ihr schon ein Mega Barnett Raid gemacht? Habt ihr ein Shiny bekommen sogar aus dem Raid vielleicht? Was ist euer Bestes, was ihr jetzt habt so? Und ja, das war der Mega Raid. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.